Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr seht es an der Videolänge, Leute, das wird ein sehr, sehr intensives Video, denn ich habe hier allerhand stehen, was ich mir selber gekauft habe, was ich zum Teil zugeschickt bekommen habe. Und natürlich wird es heute Rabattcodes rieseln. Ich kann es nicht anders sagen und ich versuche auch so viel wie es geht in der Infobox verlinken, Swatches einzublenden und. Nun, aber wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen hier mein Haul mit mir zusammen mal zu erleben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist wirklich jetzt, glaube ich, auch ein perfektes Video für einen schönen Sonntag, ne? Also chillt euch wirklich ein bisschen hin, lasst euch berieseln, vielleicht hört ihr das auch einfach so nebenbei beim Hausputz, keine Ahnung. Wobei Sonntagshausputz, ich weiß ja nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wann ihr so euer Hausputz macht. Ich mache das tatsächlich immer so zwischendurch. Ganz anderes Thema. Okay, also, wie gesagt, ich habe hier ganz, ganz viel von verschiedensten Firmen und so weiter. Ich habe auch Timestamps mal reingesetzt, dass ihr im Prinzip auch so, ne, thementechnisch weiterhüpfen könnt. Ich habe auch vor, eine Verlosung in diesem Video zu machen, denn ich habe ja eine Kooperation mit Lookfantastic. Da könnt ihr mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt so bekommen auf die Produkte. Und da bekomme ich dann auch immer mal wieder von den Firmen, die dort irgendwie so die, ich sag mal, Marke des Monats sind oder so, ne, ein paar Produkte zugeschickt, um sie halt zu zeigen. Oder wenn ich möchte, kann ich sie natürlich auch verlosen. Und das mache ich auch zum Beispiel hier mit diesem Produkt. The Flat Lay Co. hat mir hier nämlich so eine Tasche geschickt. Und das ist tatsächlich die Tasche, die ich heute mit euch zusammen hier befüllen möchte, während wir dieses Video machen. Ich meine, dass die auch mal irgendwann eine Kooperation, war das nicht auch sogar mit Lookfantastic hatten, wo die quasi, oder mit Glossybox, das weiß ich gerade gar nicht. Doch, mit Glossybox war das, ne? Da hatten die nämlich die, ja, Umverpackung, die Tasche bereitgestellt. Also das ist halt zum Verpacken super schmal und dünn, aber hier geht irre viel raus. Und hier haben wir dieses Tiger-Design. Und genau, das bekommen wir, wie gesagt, auch bei Lookfantastic. Und das kannst du halt so aufmachen und dann hast du direkt Zugriff auf deine ganzen Kosmetika, was ich echt nice finde. Und dann schauen wir jetzt mal zusammen, was da auch zusammen reingeht. Ja, hier haben wir auch nochmal eine Innentasche. Also wirklich praktisch zum Verreisen. Das kommt, glaube ich, ganz gut, ne, wenn wir das jetzt in die Verlosung mit reinnehmen. Und da kommt auch das nächste schon direkt mal mit rein. Und zwar habe ich von Bondi Sands ein bisschen was zugeschickt bekommen. Einmal haben wir hier den, ja, Selbstbräuner Handschuh und den verwendet man dann in Kombination mit dem Everyday Gradual Tanning Milk, glaube ich, oder? Verwendet man das mit dem Mousse zusammen? Das weiß ich gerade aus dem Stegreif nicht ganz so gut. Wie gesagt, ich setze mich mit Selbstbräunungsprodukten nicht ganz so intensiv auseinander. Und dann haben wir hier noch das Be Bronze Instant Bronzing and Hydrating Serum. Das ist ganz nice, weil das kannst du halt wirklich so in deine ganz normale Tagescreme mit reinmischen oder, Pro-Tipp, in die Bodylotion zum Beispiel für die Beine. Mal gucken, kriegen wir das hier rein? Das passt schon mal sehr gut. Aber wir haben hier noch ein bisschen Platz drin, Leute. Mal gucken, wie das Ganze im Laufe des Videos noch weiter gefüllt wird. Ich mache dann auch erstmal weiter mit Lookfantastic. Da habe ich tatsächlich mir selber nachgekauft, das Grande Lash. Denn ja, das ist mein liebstes Wimpernserum. Es ist mir leer gegangen und da gab es gerade irgendwie ein gutes Angebot. Ich teile euch das auch immer auf Instagram. Da habe ich so eine Beauty-News-Gruppe, da stelle ich das dann ganz gerne rein. Oder hier so im Community-Tab. Also für mich macht das Grande Lash einfach einen absoluten Unterschied. Ich habe Vavavoom-Lashes dadurch bekommen. Jeden Abend verwende ich das, trage ich das auf. Und ich mache das tatsächlich so, weil du hast hier für 3 Monate das Gedönsen drin. Maximal 2 Monate, finde ich persönlich, sollte man ein Produkt direkt im Auge verwenden, sei es Mascara, Eyeliner, Wimpernserum. Und für den Rest, der da noch drin ist, habe ich natürlich auch Verwendung, denn ich habe Augenbrauen, die möchten auch gerne wachsen und da nehme ich das dann einfach auch mit. Und ja, genau, dann wird es da im, also wandert dann quasi hoch, ne? Und ich brauchte jetzt Nachschub. Dann, die Produkte müsstet ihr aber schon in Videos gesehen haben. Also ich habe euch super viele Try-On-Hauls gedreht und hochgeladen und bin jetzt auch sehr, sehr aktiv in den Shorts zum Beispiel, einfach weil ich gemerkt habe, dass es aktuell auch sehr beliebt ist, gefragt ist und deswegen mache ich das auch, ne? Genau, da habe ich in einem Video auch dieses Prada Candy gezeigt. Das habe ich mir jetzt auch gekauft, auch bei Lookfantastic, weil das da zum besten Preis angeboten wurde. Und dann habe ich dazu geschlagen. Ein super angenehmer Duft, den trage ich auch gerade. Ja, also der ist nicht Candy süß. Also du hast halt nicht dieses Kirmes-Feeling damit. Nee, also das ist halt eher so ein sanfter, blumiger Duft. Der kommt aber auch immer mehr
raus, aber es ist kein Kopfschmerzduft. Es ist ein ganz angenehmer Duft. Das heißt, du hast so einen blumig-süßen Duft im Prinzip mit dem Prada Candy. Und das ist, glaube ich, auch ein super beliebter Duft, der auch sehr häufig schon, also den ich schon sehr häufig an Freundinnen oder ne, generell irgendwo gerochen habe. Und oder wenn man hier irgendwo unterwegs ist oder so. Und ich nehme den zum Beispiel manchmal auch tatsächlich an der Kasse irgendwie, ne, dass ich dann wahrnehme, oh mein Gott, entweder die Kassiererin oder die Person vor mir, die riecht unglaublich gut. Ich frage die dann auch einfach, welchen Duft die trägt. Und das war tatsächlich auch letztens mal, dass da Prada Candy genannt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt mal so ein bisschen das auf meine Wunschliste setzen. Habe ich auch gemacht bei Look Fantastic, ne? Und dann wird einem quasi eine E-Mail geschickt, wenn das vergünstigt wird. Und dann habe ich mich einfach sehr gefreut und dann konnte ich noch mit meinem Code ein bisschen was drauf sparen und habe mich echt sehr gefreut, als ich den dann heute das erste Mal auch gerochen habe. Das war ultimativ. Dann habe ich mir ein Augenbrauengel von MAC geholt und zwar ist das das Prolocked Brow Gel. Das ist dieses hier. Hat so einen richtig fancy Applikator. Fand ich eigentlich ganz abgefahren, muss ich sagen. Hat auch okay gehalten. Das ist jetzt kein 24 Hours Brow Setter oder ja, halt so ein Festtacker-Produkt, sage ich mal. Die Augenbrauen sind noch relativ flexibel, aber es ist angenehm, das zu tragen. Also ich komme damit sehr gut zurecht und fand es auch tatsächlich im Laufe des Tages sehr schön. Den hatte ich heute schon drauf, den habe ich aber zwischenzeitlich abgemacht, weil ich Abendbrot gegessen habe. Von Revolution ist es der Lip Liner in Real Life Filter. Der ist sehr, sehr rosa. Also das, ja, naja, sollte irgendwie Chai Nude sein, aber ich fand den sehr, sehr rosa auf meinen Lippen. Da würde ich dann wahrscheinlich eher eine etwas andere Farbe wählen, weil das war schon ziemlich krass. Dann habe ich auch jetzt gerade auf meinen Augenbrauen von Urban Decay Big Bush Brow. Das ist dieses hier. Und das ist auch getönt. Also das habe ich auch in der Farbe Taupe Trap. Ich hatte aber unten drunter schon von Too Faced mir den Augenbrauenstift gegeben. Also hier ist auch ein Look, den ich mit Look Fantastic Produkten geschminkt habe. Gibt tatsächlich mehr halt als gedacht. Der hat auch so Fasern mit drin. Als ich das so aufgetragen habe, habe ich mir gedacht, da kommt jetzt nicht so viel Farbe von ab. Und das ist auch so, dass ich jetzt nicht super krass meine Augenbrauen damit jetzt einfärben könnte. Also ich würde das definitiv in Kombination mit einem Augenbrauenstift auch verwenden. Aber ich mag es irgendwie schon, weil es gibt trotzdem diesen Halt. Und es hat nicht so ein mega Geschmiere gegeben, wie ich das bei anderen Augenbrauen, gefärbten Augenbrauengelen schon erlebt habe, ne? Genau, dann habe ich heute auch schon mal auf meinen Lippen getragen, Golden Glimmer Gloss. Da habe ich von Natasha Denona mir diese neue Limited Edition bzw. generelle Edition bestellt. Und der hat so einen leichten Plumping-Effekt mit dabei. Habe ich jetzt nicht so gemerkt, weil ich noch den Lip Liner drunter hatte. Das sah echt abgefahren zusammen aus. Aber an und für sich ein sehr, sehr schönes Lippenprodukt, was ein schöner Gloss ist. Braucht man den in seinem Leben? Weiß ich nicht. Also muss nicht unbedingt sein. Nee, das ist eigentlich eher so ein Gimmick, würde ich persönlich jetzt so mal als Review sagen, ne? Oder als Fazit des Ganzen. Ich sehe ganz schön klatschig heute aus, ne? Ich war heute auch schon im Garten und da leidet natürlich so einiges drunter. Also die Frisur sowieso. Welche Frisur? Fragezeichen. Okay, dann hat Laura Mercier ein neues Puder rausgebracht. Das ist das Translucent Pressed Setting Powder. Und das habe ich dann auch in der Farbe Translucent. Habe ich jetzt auch drauf. Und es gibt einen Blurring-Effekt, aber es ist nicht so stark mattierend. Man sieht auch richtig schön, wie der Glow nachher noch durchkommt von den Produkten, die ich drunter gegeben hatte. Und hier haben wir 6,5 Gramm da drin. Das ist wirklich nicht die Welt. Ich hoffe, es wird aber relativ lange halten, denn die größte oder den Großteil der Verpackung nimmt tatsächlich das Puffelding und die Aufbewahrung dafür ein. Also hier ist das Pfändchen mit dem Puder und den Spiegel haben wir hier auch noch. Ich finde, von der die Verpackung fühlt sich billig an. Bin ich ehrlich, das ist tatsächlich nicht so dem Preis entsprechend, was ich dafür bezahlt habe. Aber es ist ein schönes Puder. So kann man das sagen. Ein tolles Puder, was ich empfehlen würde. Dann trage ich jetzt auch gerade den Natasha Denona My Mini Dream Glow Blush. Den habe ich von vielen oder bei vielen Kolleginnen in Videos gesehen, dass sie den auch empfohlen haben. Und der ist wirklich schön. Ich habe auch den Blush erst aufgetragen und dann on top nochmal den Highlighter. Wie wunderschön sieht dieser Highlighter aus. Mega, mega on point. Mag ich richtig gerne leiden. Der Blush ist jetzt tatsächlich sehr, sehr abgeschwächt und er war auch im Auftrag nicht so bam in your face, ne? Aber trotzdem sehr, sehr schön. Also ich finde, dass ich heute sehr frisch aussehe und es gefällt mir. Also das ist schon ein empfehlenswertes Produkt. Es ist halt die Mini-Geschichte, also mein Mini-Dream. Das heißt, du hast hier jetzt nicht so,
Du hast schon ein großes Fännchen, ne? Aber wenn du jetzt mit dem Pinsel drin rumrühren würdest, hättest du ja einen Blushleiter und könntest das dann nicht dosiert quasi aufgeben. Also ich habe natürlich definitiv viel, viel mehr Blush aufgetragen als Highlighter. Und wenn ich das halt verrühren würde, würde ich wahrscheinlich zu viel Highlighter für meine Verhältnisse auftragen. Naja, also da ist es dann vielleicht ein bisschen zu klein, in Anführungsstrichen, aber... Also die Mühe lohnt sich. Da muss man halt einen kleineren Pinsel nehmen. Auch auf meinen Augen, das ist ein Haar, trage ich die Natasha Denona Golden Palette. Ich finde sie sehr, sehr schön. Also wenn man vielleicht noch keine Warm Neutral Nude Palette hat, keine Golden Palette, ist das ein Blick wert, definitiv. Allein von den Texturen her hat man da echt eine sehr, sehr, sehr abgefahrene Nummer. Es macht auch Spaß, die zu verwenden. Ich habe alle matten Töne hieraus verwendet. Die waren tatsächlich auch mit leichten Abstufungen unterwegs, also dass sie schon sehr unterschiedlich auf dem Lid auch gewirkt haben. Bei den Schimmertönen würde ich persönlich sagen, hätte die liebe Natascha auf den einen oder anderen vielleicht verzichten können und dafür einen etwas anderen mit reinbringen können, weil die sich schon sehr, sehr ähnlich waren, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich trage hier 1, 2, 3, 4 Schimmertöne auf meinem Auge und es sieht aus wie 2, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Und das ist, finde ich persönlich, ein bisschen schade. Da hätte ich mir einfach mehr Variation gewünscht, vor allem für den Preis. Gut, ihr könnt darauf sparen, aber trotzdem, ne? Es ist eine schöne Palette, aber... Ich hätte sie mir ein bisschen abwechslungsreicher gewünscht, auch wenn sie natürlich ihrem Namen entspricht, aber sie entspricht ihrem Namen halt vielleicht sogar ein Stückchen zu viel. Mecker, 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 genau. Also ja, aber trotzdem, mir gefällt das, wie es halt im Gesamten überhaupt bei mir jetzt heute aussieht, ne? Mir gefällt auch der Augenlook, aber es ist nicht irgendwie, dass ich sage, oh mein Gott, so ein Augenlook kann ich nicht mit einer anderen Palette auch noch schminken. Und dann kommen wir zu dem nächsten Kooperationspartner, wo ich selber auch einiges bestellt habe, aber ein paar Produkte auch in PR bekommen habe. Und zwar zu Purish. Da gibt es nämlich aktuell den Pride Month Sale. Das heißt, da sind super viele Produkte reduziert. Da bekommt ihr auf alles, was auf meiner Collection-Site steht und auch im Sale zum Beispiel mit drin ist oder eben auch nicht mit im Sale ist, mit Claudis Welt 15% Rabatt. Das ist tatsächlich der höchste Rabatt, den man so aktuell bekommen kann als Influencer für die Community, ne? Und wenn ihr halt nur Produkte aus dem Sale bestellt, stellen möchtet, die zum Beispiel auch nicht auf meiner Collection-Site stehen, bekommt ihr mit Claudis Welt 10% Rabatt. Zum Beispiel diese Purish Summer Bag und so weiter, ne? Die konnte ich leider nicht mit auf die Collection-Site stellen lassen, aber da bekommt ihr nochmal mit Claudis Welt 10% Rabatt drauf. Dort habe ich erstmal ein bisschen was zugeschickt bekommen. Da habe ich euch auch schon was zu abgedreht, und zwar die Purelay Beauty Skincare, ja, durchwachsen war es mit uns, weil Serum und Creme wollen nicht miteinander gehen. Also das habe ich jetzt auch mehrfach nachher noch ausprobiert, das hat nicht so gut hingehauen. Den Lichtschutzfaktor hingegen finde ich richtig gut. Ich persönlich mag es nämlich, dass man halt diesen sehr, sehr krassen Glow hat, und das macht es halt, ne? Du hast halt wirklich, als hättest du dein Gesicht in ein Ölfass gedippt, ne? Und für 24,90 Euro hat man hier auch wirklich einen vernünftigen Lichtschutzfaktor, kann man nicht anders sagen. Und ja, ich habe den tatsächlich relativ gern. Die beiden werde ich dann separat voneinander verwenden. Das ist einmal das Ceramide Barrier Repair Booster Produkt. Das ist der das Serum, genau. Und das mochte ich tatsächlich auch. Das hat meine Haut auch direkt beruhigt und sah auch wirklich gut aus. Aber es ging halt nicht mit der Creme zusammen. Da haben sich Würstchen gebildet. Das ist die Ceramide Barrier Repair Cream. Das ist diese hier. Also jedes Produkt für sich ist sehr, sehr, sehr gut. Und ja, aber ich sehe es halt nicht so, dass man die in Kombination verwendet. Weil wenn ich die Creme halt auch in Kombination mit dem Lichtschutzfaktor verwende, habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Also für mich ist das hier eher eine Nachtcreme. Was man aber machen kann, ist natürlich, dass man das Serum zusammen mit einer leichten Creme und dann darüber den Lichtschutzfaktor verwendet, ne? Dann hat man auf jeden Fall seine Ceramid-Portion des Tages ganz gut untergebracht. Dann habe ich im Sale zugeschlagen und habe hier mir diese Acne Pimple Master Patches gekauft. Das ist von wo seid ihr denn? Von irgendeiner Firma, von COSRX, genau. Und ja, die mag ich ganz gerne, mache ich mir dann immer auf Unreinheiten einfach drauf. Dann habe ich mir selber auch allerhand Produkte von Melt Cosmetics gekauft, weil die jetzt auch echt neu bei Purish eingezogen sind und mich das interessiert hat. Ich hatte sowieso schon Lidschattenpaletten und ein paar Produkte da, habe das Ganze aber nochmal erweitert. Da habe ich mir einmal hier den Highlighter geholt. Das ist ja ein Produkt, was ich aber tatsächlich als Primer verwende. Da merkt man halt meine Affinität zu Glow.
Sehr, sehr geil. Mag ich gerne. Und das ist die Farbe Stargazer. Ich weiß gar nicht, ob es da unterschiedliche Farben gibt. Wie gesagt, ich verwende das als Primer. Ja, das ist nochmal eine Stufe krasser, als wenn man das nur als Highlighter verwendet. Das ist auch sehr, sehr reichhaltig, das Produkt. Also ich persönlich finde es ganz gut, wenn ich meine Skincare mache und dann darüber halt so einen Glowy Primer gebe. Und der macht das Ganze halt wirklich nochmal sehr C3PO-mäßig. Ne? Ja, dann habe ich mir auch noch gekauft von Milt diesen Blush. Und zwar ist es in der Farbe Carly Dream. Das ist ein Blush Lighter und ja, das ist halt ein Cremepöttchen. So schaut der aus. Habe ich auch schon mit euch zusammen verwendet. Das ist ein sehr schönes Produkt und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Der ist halt relativ hell. Ne? Das könnte halt sein, dass wenn man Skintone-mäßig ein bisschen dunkler als ich unterwegs ist, dass der relativ schnell verloren geht auf der Haut. Genau. Noch mehr von Milt habe ich hier. Da habe ich mir den Bronzer gekauft. Das ist der Santa Cruz Ultra Matte Powder Bronzer. Das sind 10,4 Gramm drin. Also das ist halt echt viel. Das ist mehr als das Puder. Und ich finde den auch schön. Der sieht jetzt relativ dunkel aus, sah auf dem Gesicht aber wirklich angenehm aus. Das ist ein schöner Bronzer, ein schöner Puderbronzer. Und ich finde auch hier die Verpackung deutlich hochwertiger als das von Laura Mercier von eben. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das habe ich sogar in einem Live mit euch auch das erste Mal ausprobiert, als ich die ganz, ganz neu gekauft hatte. Dann habe ich mir auch noch diese Bedside Air Palette gekauft, weil es ist halt für Gemini, also quasi für Zwilling, der ich ja bin. Ne? Das ist ja mein Sternzeichen. Sind das meine Farben? Ich weiß es noch nicht. Also ich denke, ich werde entweder diese Palette oder gleich oder irgendeine von den Liebe-Paletten verwenden, wenn ich das Hashtag Ungeschönt-Video für diesen Monat filme. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Aber ich glaube, diese Palette wäre sehr, sehr schwierig, weil das wird so eine Art Blindflug, haben wir uns überlegt. Das ja, geht nächste Woche online. Seid gespannt, Leute. Gut, dann habe ich mir noch von Melt die Electrip-Palette gekauft. Die war abgefahren, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ich mag die Formulierung von Melt, ich mag auch die Qualität von Melt und habe mir gedacht, okay, dann wollen wir es mal versuchen und habe euch damit auch einen Look geschminkt und das hat echt besser funktioniert, als ich dachte. Ich traue mich nicht an diesen ganz roten Ton dran. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Alle anderen, dieses Orange finde ich großartig. Braun sowieso. Far Out ist halt so ein Grün-Braun quasi, ne? Und diese bläulichen Töne und grünlich, das ist sowieso meine Welt. Aber dieser Ton, der hat mich tatsächlich, das war der einzige, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hatte. Aber egal, großartige Palette, mega Qualität, passt nur auf. Das Ding ist so gut pigmentiert, dass es gegebenenfalls einen Stain hinterlassen könnte. Ne? Je nachdem, wie doll man das dann quasi auch aufbaut. Noch was von Melt habe ich hier. Die habe ich aber, glaube ich, zugeschickt bekommen. Und zwar ist es die Smoke Sessions 2 Palette. Oh mein Gott, sieht die schön aus. Ne? Also das ist so edel und die Paletten von Melt, die sind halt, die haben Gewicht, ne? Die sind halt auch richtig schwer und so schaut die aus, die ist halt komplett lila und damit habe ich euch so einen Liner-Look geschminkt, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Meine Schwiegermama in Spee gegebenenfalls sagte zu mir, beziehungsweise sagte zu Julius, als ich Julius bei ihr abgeholt hatte, Mensch, guck mal Julius, Mama hat noch eine Augenbraue. Ja gut, ich habe den Look gefeiert, ich habe ihn auch, finde ich, ziemlich gerockt, ne? Und die Palette ist einfach wunderschön, also die mag ich sehr, sehr, sehr gerne leiden tatsächlich. Ja, so, dann habe ich mir von Melt auch noch diesen Lippi gekauft, auch das habe ich euch schon in einem Video gezeigt. Hier finde ich einfach diesen Bullet auch total schön. Ich habe die Farbe Ho is Life und da ist halt Melt in, oh, der riecht auch so süß. Richtig angenehm, richtig so wie ein Milchshake halt, ne? Wie ein Vanillemilchshake. So schaut der Bullet aus und da steht halt Melt in verschiedenen Schriftarten drauf. Das sieht so cool aus. Melt Cosmetics, genau. Oh. Finde ich sehr hochwertig auch, ne? Das schließt magnetisch. Richtig, richtig toller Lippi. Dann auch dazu passend noch ein Lip Liner. Den habe ich Perfectionist Lip Pencil in der Farbe Bear. Genau. Das ist halt einer, den kannst du wirklich mit jedem Lippenstift kombinieren. Und Lip Liner kannst du immer gut verwenden, wenn du halt nicht möchtest, dass dein Lippenstift oder dein Lippenöl in Lippenfältchen oder so kriecht. Ne? Das ist halt bei so einem ist das nicht schlimm. Wobei das halt hier dann auch tatsächlich bewirken kann, dass die Foundation sich halt zersetzt. Klar, mit Öl schminkt man sich auch ab. Ne? Also wie so eine Art Barriere ist das. Aber als ich zum Beispiel meinen blauen getragen habe, da habe ich euch das im Vlog auch gezeigt,
habe ich keinen Lip Liner getragen und ich hätte besser einen transparenten mal genommen oder halt den hier zum Beispiel, weil das ist mir halt echt in die Lippenfältchen gekrochen, ne? Das war ziemlich blöd, tatsächlich, ja. Und der ist zum Anspitzen, also eine wirklich wunderschöne Farbe, ist schon eine coole Sache. Dann habe ich mir auch noch nachbestellt, also selber gekauft in der Farbe C1, die Chroma Cover Medium Coverage Soft Filter Luminous Foundation. Die habe ich nämlich in der Farbe N2 und die ist mir echt ein bisschen zu dunkel. Wenn ich halt so richtig krass gebräunt bin und dann so Richtung August, September, Oktober quasi denke, ne? Die 3 Monate, da kann ich die tragen, gar kein Problem. Aber die anderen 9 Monate habe ich hier wirklich, dass ich die richtig krass runterblenden muss und so. Die ist mir halt ein bisschen zu dunkel, genau. Und dann habe ich mir die jetzt in der Farbe C1 nachgekauft und ich mag diese Foundation halt irre gerne. Deswegen fand ich das immer so schade, dass die mir halt so einen Tick zu dunkel ist, ne? Und ja. Deswegen, da freue ich mich jetzt einfach drüber, dass ich die jetzt hier habe, verwenden kann. Und die Verpackung ist einfach der Hammer, Leute. Also das hat Be Perfect echt raus, ne? Design können sie. Das ist halt so edel. Und diese Matte Foundation ist halt auch tatsächlich in diesem Verpackungsdesign, wenn man sich die bestellt. Die ist so hochwertig, die ist schwer und die ist halt wirklich eher so meine Farbe. Und ja, denn ich bin halt eher kühl, neutral vom Hautton und teilweise können halt auch neutrale Foundations bei mir sehr gelb aussehen und das mag ich nicht so gerne leiden. Genau, ja, wunderschöne Foundation habe ich mir dann in einer anderen Farbe nachgekauft und dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich keine Nabla Vicious Mascara mehr hier habe. Zack, habe ich sie mir gekauft, denn ich habe die ja auch auf meiner Collection-Seite und konnte dasselbe drauf sparen. Wundervoll! Das ist echt eine Wawawoom-Mascara, die gibt dem Ganzen halt nochmal mehr Power, mehr Ausdruck. Ganz am Anfang hast du hier richtig viel Produkt dran, das streifst du dann entweder ein bisschen ab oder du kombinierst das mit irgendeiner anderen Mascara, die wenig Produkt am Bürstchen hat, um das Ganze halt so auszubürsten. Die hat einfach was und die macht sehr, sehr viel Schönes mit den Wimpern. Ich habe euch die schon so oft in die Kamera gehalten, weil ich die einfach fantastisch finde, ne? Und nicht jeder mag das Design, aber Leute, ihr habt hier wirklich ein Produkt, also ihr habt hier wirklich einen Kavemsmann in der Hand. Das muss man wirklich mal so sagen. Ich finde die fantastisch, ich liebe sie und bin jetzt einfach happy, dass ich sie mir nachgestellt habe. Dann habe ich mir auch noch aus dem, ist es aus dem Sale gewesen? Ich weiß es nicht. Das ist die Greek Yogurt Deep Hydrating Face Mask von Coros. Fand ich interessant. Wollte ich mal ausprobieren, denn es gibt die ein oder andere Tuchmaske dort auch zu kaufen. Und leider nicht so viele, wie ich mir gehofft hätte, um ehrlich zu sein. Also ich würde mir wünschen, dass die bei Purish noch ein paar mehr hätten. Hier ist Hyaluronsäure mit dabei, griechischer Joghurt. Mal gucken, was die so mit meinem Gesicht anstellt. Dann habe ich hier noch ein paar weitere Produkte, die habe ich euch aber alle schon gezeigt. Von Mesauda, den habe ich mir aber auch selber, den habe ich mir nicht selber gekauft. Den habe ich zugeschickt bekommen, das ist den vor allem. Das ist ein Puder in der Farbe Nude Venus Extra Fair und das mochte ich. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe einfach viele Kolleginnen davon schwärmen hören. Und ich lasse mich halt da auch sehr, sehr gerne einfach mal inspirieren und influenzen. Dann hat Nabla ja neue Blushes rausgebracht. Auch die habe ich euch schon vermehrt in Anwendung gezeigt. Da habe ich mir gedacht, okay, machst du eine dezente und eine krasse Farbe. Das sind nämlich matte Blushes. Da habe ich hier nämlich einmal die Farbe Paradise und hier die Farbe Endorphin. Paradise ist, Paradise ist eher so ein leichter Orangeton, ne? Der ist auch wirklich für Fair Skin geeignet, weil du ansonsten da nicht viel von siehst. Den kannst du super kombinieren mit dem von Melt übrigens. Oder mit dem hier von Danissa Myricks. Das ist ein Blurring Balm Powder Lowlighter in der Farbe Low-Key. Der passt damit auch richtig, richtig gut zusammen. Also die ergänzen sich sehr gut. Hier hast du auch Schimmer mit dabei. Und wenn du die in Kombi verwendest, hast du halt nochmal eine erhöhte Haltbarkeit, ne? Und der Endorphin, Leute, der geht ab wie ein Zäpfchen, das sag ich euch. Den seht ihr halt auch richtig im Gesicht, ne? Soll ich den jetzt nochmal ein bisschen nachlegen? Ich habe den heute zwar nicht drauf, aber den kann ich euch ja nochmal im Gesicht zeigen. Also, das war ja auch meine Intention, dass ich einfach einen haben wollte, der vielleicht ein bisschen mehr Kapitjes gibt. Genau, also bei so krass pigmentierten Sachen arbeitet das vielleicht ein bisschen nochmal in euren Handrücken ein oder so. Dann kann man das halt vorsichtig auftragen und damit kannst du dir halt wirklich nochmal einen derben Blush geben. Und das ist jetzt sehr, sehr leicht aufgetragen, ne? Also, da geht die Party ab, Leute. Ich sag's euch. Und Endorphin ist jetzt nicht dieses krasse Rot im Gesicht. Also, du kannst ihn, wie man sieht, ja auch leicht auftragen. Aber den kannst du aufbauen und dann siehst du wirklich aus wie, als wäre dir alles sehr, sehr peinlich.
Genau. Und oder als wärst du kilometerweit gelaufen tatsächlich. Also sehr, 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 sehr abgefahren, dass sowas Intensives halt von Nabla auch rausgekommen ist. Dann hat Physicians Formula allerhand rausgebracht, und das habe ich auch schon mit euch zusammen getestet, Video folgt. Da habe ich einmal hier die Butterglow, das Bronzing Serum, also Butterglow scheint da wohl echt so ein Ding zu sein. Ne? Wir kennen ja den Butter Bronzer, und da ging noch ein bisschen mehr die Party ab. Und das ist tatsächlich auch echt relativ schön gewesen. Ich habe jetzt heute auch eins von Iconic London mal wieder ausgetestet. Das war mir einfach zu krass. Das ist schon eine sanfte, schöne Geschichte. Also das mochte ich als Glow Bronzing Liquid deutlich lieber als vieles andere, was ich bislang getestet habe. Ne? Auch aus dieser Reihe habe ich hier dieses, warum bist du eigentlich so platt gedrückt, sag mal. Naja, Contour Wand, das ist ja, ne, das ist so stark pigmentiert, das ist richtig krass. Also da musste ich sehr, sehr vorsichtig mit arbeiten. Fair to Light soll hier die Farbe sein, aber Leute von heute, also das war schon eine krasse Nummer. Da musste ich viel arbeiten, weil das sehr stark pigmentiert ist. Ich persönlich finde, dass es zu stark pigmentiert ist. Für Fair to Light hätte das ein bisschen sanfter sein sollen, ist aber eigentlich ein ganz gutes Konturprodukt, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Dann haben die auch noch diese Diamond Perfecta Reihe oder Diamond Reihe rausgebracht. Da habe ich einmal hier diese Diamond Filler. Mineral Wear Cheek and Lip Color habe ich mit zwei Farben bestellt. Und ja, die sind tatsächlich auch schön. Ne? Die sind wirklich auch auf dem Gesicht, mochte ich die ganz gerne leiden. Da habe ich mir einmal geholt die Farbe Brilliant Peach und die Farbe Radiant Pink. So super krass unterschiedlich waren die jetzt nicht unbedingt, aber sie waren schön. Kann man auf jeden Fall machen, sind hier mit, das ist mit einem Füßchenapplikator tatsächlich. Ja, habe ich mir dann auf den Handrücken gegeben, dann aufs Gesicht, genau, ne? Was nicht so mein Herz erobert hat und vielleicht noch mit ein paar anderen Sachen kombiniert verwendet werden möchte, ist hier die Mineral Wear BB Cream. Die habe ich auch in der Farbe Fair to Light. Ich war so happy, dass mir endlich mal eine Foundation gepasst hat von Physicians Formula. Aber die hat sich aufgelöst. Die wollte einfach verschwinden. Und deswegen muss ich die einfach nochmal mit ein paar anderen Primern vielleicht in Kombination verwenden. Aber das fand ich echt blöd. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Nachschub von Dalton bekommen. Denn da habe ich ab heute auch wieder den Code BEAUTYCLAUDY für 20% Rabatt. Also schaut gerne dort mal vorbei, falls ihr noch sehr geile Hautpflege sucht. Und ja, ich mag Dalton. Ich arbeite seit Jahren mit denen zusammen. Die haben sehr gute Produkte im Sortiment, die auch perfekt für meine Haut geeignet sind. Sehr sanft für mich persönlich halt auch. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, mit sehr hohen Wirkstoffen dort zu arbeiten. Und genau, da habe ich einmal hier Nachschub von meinen geliebten Augenpads bekommen. Das ist nichts, was ich jeden Tag verwenden würde, weil sie mir dafür einfach ein bisschen zu teuer wären. Aber wenn es halt drauf ankommt oder wenn ich halt wirklich eine Nacht nur ein, zwei Stunden geschlafen habe oder so, drauf damit, dann sieht man nicht so aus. Und ich gebe euch tatsächlich auch in die Verlosung ein Augenpatch-Paar mal mit rein. Dann könnt ihr die mal ausprobieren. Genauso möchte ich, dass ihr hier auch mal ausprobiert, diese großartige Maske. Da habe ich zwei Stück von bekommen. Eine für mich, eine geht in die Verlosung. Das ist die Hydrolift Express Mask. Die hat nicht nur, dass du die Feuchtigkeitsspendung des Universums bekommst, sondern halt auch so einen leicht optisch liftenden Effekt. Und ich mag sie. Die hält wie ein Saugnapf auf dem Gesicht. Genauso wie die Augenpads, wie sonst was unter deinen Augen halten. Also damit kannst du alles machen. Headbang habe ich damit auch schon gemacht. Und hiermit kannst du auch wirklich sehr, sehr viel machen. Headbang glaube ich nicht unbedingt, aber es ist ein sehr, sehr gutes Produkt, was auch jetzt im Sommer ganz gut in den Kühlschrank gepackt werden kann. Genauso wie die Augenpads, um da halt auch noch eine leicht abschwellende Wirkung zu geben. Und es beruhigt halt irre gut. Ne? Also die kann ich bis zu dreimal verwenden. Die falte ich dann immer zusammen, packe ich rein und das funktioniert easy. Ne? Die beiden möchte ich euch in separaten Videos mal, glaube ich, vorstellen. Das ist einmal hier die Sensitive Scare Derma Balance Tasche. Die haben neue Taschen tatsächlich. Nein, ich möchte euch nicht die Tasche vorstellen, sondern den Inhalt. Ne? Also da sind tatsächlich die Sensitive Care Essentials drin, die man so brauchen kann. Ne? Das ist ein großartiges Set, wenn man sensible Haut hat. Und halt auch auf die Sets könnt ihr mit BEAUTYCLAUDY 20% sparen. Ne? Und die haben hier halt neue Taschen. Und hier habe ich dann einmal die weiße Tasche bei dem Sensitive Care Skin Care Set. Sensitive Care Skin Set. Was? Nein, Sensitive Care Set, Mensch. Ah.
Und bei der Marine Selection Topseller-Geschichte haben wir die blaue Tasche. Also das seht ihr ja auch online, welche Taschen da drin sind. Und das sind, also die Taschen, ganz ehrlich, die sind geiler als die, die es halt vorher gab. Die sind richtig, richtig cool. Ich mag die einfach super gerne. Und ja, das sind halt die Topseller. Das ist halt, wenn man, ich sag mal, mit Dalton so anfangen möchte, wenn man halt noch gar nicht die Produkte kennt, sind da wirklich die Produkte drin, die man auch mal ausgetestet haben sollte. Aber Spoiler, man wird dadurch ein bisschen angefixt. Und du hast hier, ich sehe es gerade, auch eine große Innentasche und zwei kleine Innentaschen. Wie cool ist das denn? Also die Tasche ist halt auch noch richtig geil, ne? Die gibt es halt auch noch für Umme mit dabei. Weil ich den Hals nicht voll kriege, habe ich mir natürlich auch noch ein paar weitere Backup-Produkte bestellt. Und zwar ist es die Mineral Care Med. Das ist, ja, ich würde sagen, so ziemlich eine meiner absoluten Lieblingscremes von Dalton, weil die halt auch eine gute Feuchtigkeitsspendung hast. Du hast hier keine Parfümstoffe drin, du hast aber die Pflege mit dabei. Ich kann die mit allen Boostern super kombinieren, sodass ich die dann halt nochmal aufpeppe, ne? Aber das ist meine liebste Creme tatsächlich. Also die fühlt sich auch sehr, sehr gut auf der Haut an. Meine Haut fühlt sich dadurch auch sehr, sehr gut an. Dann habe ich mir von Né, das ist die Make-up-Marke, die italienische Make-up-Marke, die man dort auch findet, also auch sehr empfehlenswert, da mal vorbeizuschauen, den BB Lipstick bestellt. Das ist dieser hier, den gibt es in verschiedenen Farben. Und ich habe jetzt hier die Farbe Coral, genau, den hatte ich auch schon mal. Also pflegend, ne? Super angenehm, mega angenehm, den zu tragen. Den hatte ich, glaube ich, auch in irgendeiner Fuchsia-Farbe oder so. Die waren mir irgendwann gekippt, weil ich die so lange schon hatte. Und dann habe ich gesehen, dass es aus der Extreme Lift-Reihe auch noch eine Antifaltenmaske gibt. Die habe ich noch nie ausprobiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Moment, wo wir das mal machen können. Also jetzt nicht jetzt, weil geschminkt und so. Aber ja, dass ich die jetzt mal in Anwendung nehme, um zu schauen, ob mir aus dieser Reihe denn die Maske gefällt. Das letzte Produkt, was ich mir dann noch bestellt habe, ist die Mineral Care Med Dry and Irritated Skin Totes Meer Body Lotion. Einfach, weil ich gucken wollte, welche Body Lotion von Dalton mir so ein bisschen am besten gefällt. Aktuell ist es tatsächlich die Aftersun. Ja, das ist halt wirklich hier so heute. Ich muss einfach mal euch alles zeigen. Dieses Video ist einfach der Hammer, ich sag's euch. Okay, bei Beauty Bay habe ich allerhand bestellt, aber da habe ich irgendwie nur noch 3 Produkte davon in meiner Box gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die anderen hin sind. Wahrscheinlich habe ich die schon weggeräumt. Da habe ich mir einmal von Too Faced den richtig cool Melting Bronzing and Sculpting Stick Chocolate Mousse gekauft. Also ich bin ja immer wieder happy, wenn ich sehe, dass diese OG-Marken, Too Faced, Urban Decay, MAC, ne, dass die halt irgendwie spannende Neuheiten rausbringen, weil ich das immer schade finde, dass sie dann irgendwann so unterm Radar verschwinden. Das möchte ich nicht. Und den Stick mochte ich tatsächlich recht gerne. Oh, der ist mir hier ein bisschen gekippt, also umgekippt. der ist sehr, sehr aschig. Und ich fand den auch tatsächlich super leicht aufzutragen, auszublenden. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, es ist hier heute relativ warm. Auch wenn es draußen nicht so warm ist, hier drin ist es sehr warm. Jetzt geht den Hodden hier. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil Sammy mal wieder mit hier oben ist und ein paar Mal entziehen lassen hat. Man weiß es wirklich nicht. Man weiß es nicht. Genau. Finde ich richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich auch hier von NYX den Buttermelt Bronzer mir gekauft in der Farbe Buttercup. Da war ich ein bisschen traurig. Der ist, also, mir ist das Produkt wohl irgendwie runtergefallen. Da ist mir unten ein bisschen was rausgebrochen, ne? Huch. Ja, es ist halt auch so einer von den Bronzern, die so einen leichten Schimmer mit drin haben. Und ich fand den sehr rötlich auf meinem Gesicht. Auch das ist ein Produkt, wo ich nochmal eine Second und Third Impression für mich machen muss, um zu gucken, ob es mir wirklich gefällt. Und das hier habe ich noch gar nicht auf meinen Augen getragen. Das muss ich mal nachholen. Ich habe letztens erst gesehen, dass Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, dazu auch schon ein Video hochgeladen hat und dass ihr die Palette sehr gut gefallen hat. Von Revolution ist es nämlich die Hyper Real Palette. Ich weiß nicht, ob das auch aus dieser Y2K Limited Edition kommt oder ob das halt irgendwie randommäßig gedroppt wurde aufgrund von, hey, wir haben Bock auf eine komplette Schimmerpalette. Gar keine Ahnung. Ich finde sie auf jeden Fall auch in den Swatches so schön. Ihr seht, ich habe sie ja schon geswatcht. Die muss aufs Auge, ne? Definitiv. Und das vielleicht in Kombination mit einem Bronzer. Ja, da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Genau. Wo ich dann halt auch noch bestellt habe, weil da sind wir jetzt ja gerade im Ausland, ist Colourpop. Oh mein Gott.
da habe ich sogar zweimal bestellt. Also zu Colourpop kann ich euch generell sagen, man muss auf das, was man dort halt bezahlt, ne, das sieht man dann ja auch quasi in der Abbuchung, ungefähr 19% Steuern aufzahlen, weil das ist jetzt je nach Wechselkurs dann immer natürlich so eine Sache, plus 6 Euro, was man an DHL bezahlt. Und das bezahlst du direkt an deinen DHL-Boten an der Tür. So ist es bei mir. So kann ich das Ganze halt auch schon im Vorfeld für mich kalkulieren, was kostet das Ganze so. Und ja, wenn man das so weiß und keine Angst mehr davor hat, im Ausland zu bestellen, dann tut man das einfach viel zu häufig. Hier habe ich aus der Twilight Collection das Lux Lip Oil mir bestellt. Ich bin zwar, um ehrlich zu sein, nicht Team Edward, aber ich habe mir seine Farbe bestellt. Das ist halt so ein, es ist auf den Lippen nicht so dunkel, ne? Es gibt schon einen leicht bläulichen Effekt, ja, das ist definitiv so. Das macht halt die Zähne ein bisschen weißer, tatsächlich. Und ein bisschen Schimmer hat man auch noch mit dabei, also schon schön. Ich finde es ein bisschen schade, das habe ich, glaube ich, auch in dem Schminke gesagt, dass wir halt nicht dieses Verpackungsdesign auf dem Produkt drauf haben. Aber das ist halt eigentlich eher so ein Standardsortiment-Produkt oder Standardsortiment-Packaging, wo dann halt einfach nur ein anderes Gedönsen reingemacht wurde aufgrund von Limited Edition, ne? Apropos Standardsortiment, da habe ich hier diese So Juicy Geschichten mir bestellt, das habe ich aber noch nicht aufgetragen. Das ist so ein hochklickbarer Lippenstift oder Plumping Gloss Balm nennt sich das und ein Plumping Lip Liner in der Farbe Doe ist der Plumping Gloss. Ja, und in der Farbe Tease ist der Lip Liner. Ja, das möchte halt noch verwendet werden. Ich habe versucht, so viel wie möglich, bevor ich dieses Video drehe, schon zu verwenden, dass ich euch so ein paar Reviews mitgeben kann. Aber ich kann es halt noch nicht zu allen. So auch nicht zu dieser wunderschönen Die Schöne und das Beast Limited Edition. Da habe ich einmal den Pressed Powder Blush. Ich habe mir viel zu viele Blushes bestellt. Da haben wir Madame Putin und Tassilo am Start. Und hier haben wir es halt auch so ein Stück weit als Design auf dem Produkt selber drauf. Das finde ich schön. Und die Farbe ist super dezent. Ne? Also wäre das nicht mit den beiden gewesen, hätte ich mir auch einen anderen geholt. Aber ich wollte die beiden halt in Anführungsstrichen zu Hause haben, was total hirnrissig eigentlich ist. Weil, warum eigentlich? Aber es ist süß. ja, weitere Produkte aus der Schöne und des Beast Limited Edition ist hier dieses Lipstick and Lip Gloss Duo, was ich mir gekauft habe, wo wir das Beast vorne drauf abgebildet haben. Break the Spell, also bricht den Zauber. Und das ist halt der Lip Gloss, den ich auch farblich sehr, sehr hübsch finde und auch schon passend zu den anderen beiden So Juicy Sachen, die ich da habe. Und hier haben wir einen sehr, sehr, sehr dunkelbraunen Lippenstift, der so ein bisschen schokomäßig aussieht, finde ich. Also sehr hübsch. Ja, der riecht jetzt nicht so süß wie der von Melt jetzt eben, den ich hatte. Aber na, das sind halt beides Produkte, die ich noch ausprobieren muss. Das habe ich noch nicht geschafft. Dann auch aus dieser Limited Edition habe ich mir hier Lumiere und die Uhr, ja, Special Guest, das ist ein riesiger Highlighter. Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Ich meine, dass ich den aber auch schon in einem Video ausprobiert habe. 8 Gramm sind hier drin, das ist so viel. Das ist so ein riesiger Highlighter. Oh mein Gott. Ja, ne, die Colourpop Supershock ist es nicht. Doch, Supershock Highlighter sind in der Regel relativ glitzerig. Und auch hier hätte ich mir so ein bisschen, ich meine, ein bisschen was von dem Design habe ich ja hier. Aber die beiden Äumel hier drauf, ne? Gut, ich habe Lumiere hier so ein bisschen drauf, aber halt sonst nur einen Löffel. Gut, das soll die Nase, glaube ich, von dem sein, ne? Oder das Pendel von der Uhr, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht so liebevoll wie das Komplett-Packaging, finde ich. Und natürlich aus der Beauty und The Beast Limited Edition, die Lidschattenpalette. Oh mein Gott, ist die passend zu dem Thema. Leute, wie oft beschwert man sich, dass Lidschattenpaletten überhaupt nicht dem entsprechen, was ja quasi der Film bietet oder, ne? Die tut's halt, ja. Und hier sehen wir es nochmal von außen. Da haben sie es gut hingekriegt, finde ich, ne? Dass sie die beiden hier schön auf die Verpackung mit drauf gekriegt haben. Und vielleicht hätte der Break the Curse ein bisschen röter sein müssen, um mehr dem Ganzen zu entsprechen, nämlich der Rose. Aber ich glaube, dass es dann ein Ton gewesen wäre, den viele Leute nicht gerne verwendet hätten. Und deswegen freue ich mich schon wieder, dass wir hier eher so ein tulpiges Rot haben. So ein, ne? Gedeckteres Rot. Dieses Blau ist richtig, richtig passend. Auch ein Gelb mit dabei, was auch volle Elle. Ich meine, das verschwindet im Hintergrund und das ist halt komplett dieses Gelb von Bells Kleid. Und
ist das eine schöne Palette oder was? Und wir haben bei Colourpop halt immer wieder die Möglichkeit, dass man dort entweder versandkostenfrei bestellen kann oder dass man, also für eine sehr, also komplett versandkostenfrei, ohne halt eine bestimmte Grenze erreichen zu müssen, oder dass da halt auch richtig krass Sale ist, ne? Also die Colourpop LEs sind eigentlich immer noch relativ lange verfügbar, beziehungsweise, wie wir ja auch bei Twilight gesehen haben, werden die auch immer wieder nachproduziert, ne? Also das, da kann man ganz entspannt sein und vielleicht mal auf einen Sale warten. Dann hat Colourpop eine Limited Edition mit Pokémon gemacht. Pokémon ist tatsächlich einer meiner, also generell die Pokémons, ne, mit denen bin ich aufgewachsen. Ich bin damals von der Schule nach Hause gekommen, 5., 6. Klasse ungefähr war das, direkt Tornister weggeschmissen vor den Fernseher und RTL 2 war das, glaube ich, geguckt und ja, dann Pokémon geguckt. Ne? Das ist schon was. Ne? Ich bin ja 89er Baujahr und dementsprechend war das halt echt die Serie oder eine der Serien meiner Jugend. Und ja, das ist hier eine sehr süße Palette. Wir sehen Glumanda, wir sehen Pikachu, wir sehen Shiggy. Nee, das ist Shiggy, ne? Und wir sehen... Oh. Wie hieß du nochmal? Oh, von wegen Helden meiner Kindheit, ne? Ich schäme mich gerade. Auf jeden Fall sehen wir ihn hier auch. Ja, ich habe es gerade echt vergessen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier dann auch von innen die ganze Geschichte und hier begegnen uns noch ein paar mehr Pokémons. Und wie wunderschön ist diese Palette. Sie ist kunterbunt und einfach total dem Thema entsprechend. Ne? Also mir gefällt es unglaublich gut, dass Pokémon hier mit Colourpop zusammengearbeitet hat, diese Palette rausgebracht hat und mir meine Kindheit nach Hause gebracht hat. Für ein paar Euros, aber nein. ja, dann habe ich hier noch zwei Blushes daraus mir gekauft. Ich hätte mir das eigentlich nicht aufgrund des Pokémons gekauft, aber gut, das ist Metronome. Ein Cream Blush, den habe ich mir aufgrund der Farbe gekauft, weil ich das sehr, sehr schön fand. Das ist halt so ein richtiges Pink. Und ja, das ist ein schöner Cream Blush, muss ich wirklich sagen. Und natürlich Pikachu. Electro Ball. Oh mein Gott, das ist einfach rot. Den habe ich mir auch nur wegen Pikachu gekauft, ne? Oh je, ja. Den habe ich noch nicht getestet offensichtlich. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich sag's euch, Leute, es ist wirklich ein riesiger Haul, aber hier hat sich einfach im Laufe der Zeit ein bisschen was angesammelt. Hier habe ich jetzt noch was von Just Spice, das finde ich super interessant. Hungrig auf Sommer, das ist das Sommerset, was die haben. Und ihr könnt auch immer bei Just Spices mit dem Code JustCloudy ein Gratis-Gewürz bekommen. Wenn ihr dort bestellt, einfach JustCloudy eingeben, dann kriegt ihr auch ein Goodie on top. Und ja, hier habe ich dann einfach mal die Sommeredition, die richtig süß verpackt daherkommt. Vierer Sommer Gewürzbox, ja, genau. Und da haben wir auch perfekt für den Sommer passende Gewürze drin enthalten. Den Gemüse Allrounder, den Barbecue Allrounder, Tomate Mozzarella Gewürz und den Kräuterbutter Gewürzmix in der Originalgröße. Und das ist wirklich die perfekte Auswahl, das perfekte Quattro für den Sommer. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. So schön Ofengemüse mit dem Gemüse Allrounder gönnen. Barbecue Allrounder kannst du super als Trockenrub zum Beispiel für Fleisch verwenden. Tomate, Mozzarella, Gewürz müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist super easy gemacht, dass du so eine Art Salat dir dann ja quasi mit Tomozze machst und dann das Gewürz einfach schön drüber geben. Und Kräuterbutter Gewürzmix habe ich auch schon öfters ausprobiert. Das ist so geile Kräuterbutter, die man damit generiert. Also sehr empfehlenswert. Ach, guck mal, das ist sogar in der neuen Rezeptur. Nice. Ja, auf jeden Fall gibt es das jetzt aktuell sowieso reduziert und dann halt noch mit Just Cloudy. Kann man sich nicht beschweren. Schaut gerne mal bei Just Spices vorbei. Die haben ganz großartige Gewürzmischungen und ich finde einfach, dass man damit jedes Gericht noch mal ein Stück weit verfeinern kann. Wir haben ja HelloFresh und manchmal ist es so, dass wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr Pep geben wollen und das machen wir halt mit diesen Gewürzmischungen. Ne? Richtig empfehlenswert und ja, genau. Ich freue mich schon wieder auf den Adventskalender, um ehrlich zu sein. Ja, dann schauen wir jetzt mal, was ich mir bei Sephora bestellt habe. Auch da habt ihr schon allerhand in Videos gesehen. Zum Beispiel von Fenty Beauty diese neue Foundation, die Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation, habe ich in der Farbe 110 und die sah auch sehr, sehr, sehr nice aus. Also das ist richtig Glasverpackung, ne? Also das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Foundation. Vielleicht müh zu hell, müh,
aber für den Winter perfekt bei mir, ne? Und ja, Fenty Beauty bzw. Rihanna hat es einfach drauf, da auch richtig eine große Auswahl an verschiedenen Farben zu haben und so. Also gar kein Problem, da den richtigen Farbton eigentlich zu finden. Und ich habe mir das halt online bestellt und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch von der lieben Rihanna habe ich mir diesen Concealer geholt. Den habe ich in der Farbe Rose Quartz 01 Bright Fix Eye Brightener geholt. Also ist jetzt nicht als Concealer deklariert, aber für mich ist es ein Concealer. Der hat jetzt nicht so die ultimative Deckkraft, aber das soll er ja auch gar nicht haben. Ich mochte den tatsächlich auch, ne? Also da bin ich ganz happy, dass ich mich da habe anfixen lassen. Ich glaube, das war von Jenny von Jenny's Highlights. Genauso auch von Tarte habe ich hier Maracuja Juicy Lip Vinyl in der Farbe Rosy Brown. Kann ich den auch noch drüber packen? Wir gucken gleich mal. Den hatte ich nämlich beim Schminki viel zu dick aufgetragen. Oh mein Gott. Und als ich das Video beendet habe, habe ich mir gedacht, na schon, schon ordentlich was auf den Lippen. Ne? Dann habe ich das so ein bisschen abgeblottet und das sah richtig gut aus. Also da muss man auch ganz, ganz, ganz vorsichtig mit sein. Und du brauchst nicht viel davon. Also theoretisch kannst du das so vorsichtig unten auftragen. Und das reicht eigentlich für die komplette Lippe. Das hat diesen Effekt von, ich habe gerade ein bisschen Schokolade gegessen, finde ich. Ne? So sieht das ein bisschen aus. Sehr schönes Produkt. Aber halt im Sommer ein bisschen schwierig, weil da ist ja sowieso die Raumtemperatur schon etwas höher. Und da das ein Produkt ist, was bei Hautkontakt quasi sich verflüssigt, also das ist vielleicht wirklich sowas, was man sich im Kühlschrank aufbewahren sollte. Hier bin ich echt noch nicht mit warm geworden. Wirklich nicht. Das ist der Milk Make-Up. Dieser Blush Cooling Water Jelly Tint habe ich in der Farbe Spritz. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Habt ihr dazu irgendwelche Applikationsempfehlungen? Nenne ich es jetzt einfach mal. Ich finde das so schwer. Du kannst es dir nicht direkt auftragen. Das ist richtig wabbelig übrigens. Das ist richtig Jelly da oben, ne? Also wie Weingummi. Du kannst es, also wenn du es so direkt aufträgst, dann hast du hier halt wirklich Punkte. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich mir das auf den Handrücken und dann aufs Gesicht gebe, das macht das mit der Foundation nicht so richtig. Muss ich das vielleicht auch als Underpainting verwenden? Ich muss mir dazu noch ein paar Videos von der lieben Jenny angucken, denn die hat gesagt, dass es gut ist. Und da habe ich mich inspirieren lassen. Nun, muss ich noch ein bisschen YouTubieren. Dann habe ich mir auch diese House Labs, diesen Concealer gekauft, weil ich fand die Foundation so großartig. Ich habe diesen Concealer in der Farbe 03 Fair Rosy. Auch eine, ja, Celebrity Brand von Lady Gaga. Oh mein Gott, ist der gut. Der ist richtig gut. Aber der ist teuer. Aber der ist gut. Ich finde, dass das Füßchen zu groß für die Öffnung oder die Öffnung zu klein für das Füßchen ist. Das ist irgendwie blöd, weil das wird relativ schnell zuspacken. Weil wenn ich das hier versuche reinzustecken, ne, kommt direkt schon, hat man gehört. Das ist doof. Aber der ist gut. Dann habe ich mir, Mensch, das sind jetzt fast alles hier Celebrity Brands. Kajali, einmal Vanilla Candy Rock Sugar 42 oder und Kajali Love Fest Burning Cherry 48. Großartige Düfte. Das ist wirklich ein super, super süßer, angenehmer Duft. Das ist mit kandiertem Pfirsich, Sweet Violet, Bubblegum, also Kaugummi, White Caramel, Rock Sugar und Vanilla Cream. Ja, so riecht das auch, ne? Das ist richtig krass. Und ich finde es halt großartig, dass wir halt die Möglichkeit haben, uns auch die kleinen Größen zu holen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist dann nicht mehr ganz so geil, aber du hast halt hier einfach auch die Möglichkeit, einen eigentlich relativ teuren Duft in der kleinen Variante für, ich glaube, 30 Euro. Und wenn du dann noch irgendwie Sephora Unlimited, irgendwelche, ne, Rabatte drauf anwenden kannst, dann tut das nicht mehr ganz so ultimativ weh. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, dass ich mir den gekauft habe. Und das ist halt wirklich Kirschbombe, ne? Wenn du Bock auf Kirsche hast, dann ist der auf jeden Fall da. Mich persönlich stört es sehr, dass der hier nicht in dieser Verpackung angeboten wurde, auch wenn diese Verpackung sehr schön ist, aber es ist eine andere. Ja, ich glaube, das ist die amerikanische Verpackung und das ist die europäische. Ich weiß es nicht. Nun, auf jeden Fall ist das ja auch ein sehr, sehr schöner Kirschduft, eher ein Abendduft. Ja, Burning Cherry, Raspberry, also Himbeere, Praline, Palo Santo, Guayac Wood und Patchouli, ne? Also das ist halt wirklich etwas schwerer unterwegs. Ja, und dann habe ich mir noch gekauft von Benefit dieses Honeymooner Moisturizing Dewy Lip Tint Produkt. Das ist dieser hier.
Der ist relativ mußig, aber den muss man sich halt auch so ein bisschen abblotten. Und wie wunderschön sieht diese Verpackung aus. Man muss den sich nicht kaufen, Leute. Der ist nämlich für das, was er macht, viel zu teuer. Aber guckt euch mal die Verpackung an, ja. Fand ich süß, habe ich mir gekauft. So ein abgeschrägtes Ballerina-Füßchen ist schon süß, ne? Ja, also hübsches Produkt, aber man braucht es eigentlich wirklich nicht. Dann habe ich auch noch, weil ich mit Benefit auch durch diesen Club Pink verwandelt bin, ein bisschen was zugeschickt bekommen. Und zwar habe ich hier einmal The Professional Shrink Wrap. Das ist ein Overnight AHA und PHA Pore Treatment. Das ist dieses hier. Ein relativ neues Produkt, was die jetzt haben. Chemische Peelings verwende ich persönlich eher so ab Oktober wieder. Da ist meine Haut zu sensibel für, ne? Und es ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr aus Glas, ne, und dann halt so pulverbeschichtet, so schaut das aus. Sieht auch sehr, sehr gut aus, finde ich persönlich. Aber ich werde es für mich sehr wahrscheinlich auch nicht verwenden, weswegen auch dieses Produkt in eurer Verlosungsbag landet. Warum hat sie das so komisch gesagt? Man weiß es nicht. Geht die überhaupt noch zu? Schwierig. Dann habe ich auch noch diesen ganz neuen Precisely My Brow Detailer zugeschickt bekommen in der Farbe 3. Nicht hundertprozentig meine Farbe, das wäre eher 2,5 oder 2. Trotzdem fand ich den ganz gut. Fand ich den jetzt besser als den normalen Precisely My Brow? Nein. Also da habe ich jetzt auch nicht so das Bedürfnis, dass ich super feine Härchen mir reinzeichne, weil meine Augenbrauen das auch einfach gar nicht hergeben. Und hier ist es halt wirklich super, super fein, super dünn, super klein, super wenig Produkt. Ja, also da kann man sich meiner Meinung nach genauso gut den normalen Precisely My Brow holen. Aber ich glaube, hier wollte Benefit halt auch ein Stück weit zeigen, so hey, guck mal, wir können noch dünner. dann habe ich hier auch nochmal den The Professional drin gehabt. Und zwar in der regulären Größe müsste das sein. 22 Milliliter, genau. Das ist ja ein Pore Blurring Primer. Den kann man sich ganz gut wirklich hier so auftragen. Also auf der T-Zone, ne? Würde ich aber nicht übers ganze Gesicht auftragen, bin ich ehrlich. Aber ich fand es ganz cool, dass ich den nochmal zugeschickt bekommen habe, weil so konnte ich den halt nochmal testen, weil ich den eigentlich schon für mich mehr oder weniger abgehakt hatte. Dann habe ich bei Monolith bestellt. Da schwärmt die liebe Peggy ja immer von. Morbus Black. Mit ihren Indie-Brands immer, ne? Die Frau, das ist unglaublich. Ja, und die haben halt so einen Launch gehabt, das heißt, die haben da ganz viele Paletten wieder reinbekommen oder neu reinbekommen oder auch andere Produkte und die wollte ich halt mal so ausprobieren. Die hat mich eigentlich, Betty Boop, hallo, von Glamlight, Boopalicious von Betty Boop, ist das die Full Volume Mascara. Ich fand die leider nicht so gut. Also das ist auch eine Tubing Mascara und die hat bei mir nicht den Wawawoom-Effekt gemacht, den ich eigentlich erhofft habe, weil ich meine, guckt euch die Wimpern von Betty Boop an. Ne, bei ihr würde ich ihr vertrauen, dass die mir eine vernünftige Mascara, gut, die dann gegebenenfalls hier Fliegenbeine macht, okay, und einen ordentlichen Lippi geben kann. Das war so meine Idee, aber irgendwie hat Glamlight das nicht ganz so gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Naja, das ist einmal diese hier und die erinnert mich von der Verpackung her natürlich auch an MAC, war das, glaube ich, ne? Die haben ja auch, glaube ich, so eine Mascara, die halt auch so geformt ist, die hier oben so ein bisschen weiter ist und ansonsten halt diese, ja, ich glaube, das soll an den Körper von Betty Boop erinnern. Quasi. Naja, also nicht meine absolut favorisierte Mascara. Ich glaube auch nicht, dass sie noch lange bei mir bleiben wird. Ich werde sie noch ein paar Mal ausprobieren, um mir dann halt ein Urteil dazu zu überlegen. Aber hat mich nicht so geflasht. Dann habe ich hier auch von Glamlight in der Kooperation mit Kiss die Black and White Stage Make-up Base. Das sind Augenprimer, Eye Primer. Genau, also hier haben wir einen weißen und einen schwarzen Primer. Den weißen habe ich ausprobiert. War mir ein bisschen zu trocken. Den schwarzen muss ich nochmal ausprobieren. Da kann ich mir vorstellen, den halt wirklich so auf mein Lid zu geben und auch ein bisschen nach oben hin auszublenden und dann wirklich nur Schimmer drauf zu geben. So richtig Duochrome, Multichrome. Ich glaube, das kann richtig abgefahren werden. Also, ne? Auch eine wunderschöne Verpackung übrigens tatsächlich. Ja, und dann, Leute, Paletten, ne? Secret Garden habe ich hier einmal, diese Lidschattenpalette. Das ist von Bella Boteba, müsste das sein. Ich hatte die ein oder andere Palette auch schon länger ins Auge gefasst und jetzt halt gesagt, komm, dann bestellst du die halt mal. Die habe ich noch nicht auf dem Auge getestet, aber ich habe sie geswatcht und ich muss euch sagen, die ist ja mal der Wahnsinn. Krass. Also da hat Peggy einfach recht. Das ist einfach eine abgefahren, krass gute Qualität. Ich liebe Grün.
Keine Frage. Diese rosa Geschichten sind wirklich im Kontrast zu dem Grün, glaube ich, ganz gut auf dem Auge. Dann hast du hier oben die oberste Zeile, wo du halt auch einfach einen neutralen Look mitschminken kannst. Einfach so einen klassischen Alltagslook mehr oder weniger. Vielleicht mit einem Pop of Color als Inner Corner Highlight, man weiß es nicht. Aber die fand ich schon mal richtig, richtig geil. Die muss noch aufs Auge. Genauso wie die Unearthly Cosmetics Don't Be Jelly Palette. Und von Unearthly schwärmen so, so viele. Und ja, das ist diese hier. Das ist so heftig. Das ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie unfassbar geil diese Duochromes sind. Oder Multichromes. Oder hast du nicht gesehen? Das kann die Kamera gar nicht so auffangen. Aber wenn du die trägst, dann also. Ich kann da, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin so glücklich, dass ich über Morbus Black halt solche Lidschattenpaletten kennenlernen durfte, sage ich jetzt einfach mal, weil sie die vorgestellt hat. Und das sind Indie-Brands, ne? Die haben halt ihre Qualität, die haben aber auch ihren Preis. Das haben die aber vollkommen zu Recht. Also wenn man halt auf dieses Spam in your face steht, dann kommt man um Indie-Brands nicht dran vorbei. Man kommt da nicht dran vorbei, wirklich nicht. Und das ist halt wirklich, als würde man eine holographische Qualle sich anschauen, von den Schimmertönen her, von den Multichromes her. Das ist so schön. Da werde ich einfach glücklich, wenn ich das sehe. Hiermit habe ich euch schon einen Look geschminkt. Das ist die Cyborg Chwa von Adept Cosmetics. Halleluja, Halleluja. Also teuer, ja, aber vollkommen zu Recht. So eine schöne Palette. Also, ich habe auch schon eine von dieser Firma und jetzt habe ich mir halt nochmal diese hier geholt. Ja, ich kann das schlecht zeigen. Ne? Ihr seht es ja in den Swatches ein bisschen. Das kann man mit anderem Licht, glaube ich, auch immer ganz gut zeigen. Aber dieser Digital Harmony, Leute. Oh mein Gott, ich möchte alles in diesem Ton haben. Das ist so schön. So schön. So besonders. Und ja, ich finde es einfach Hammer. Hammergeil. Also bei diesen Indie-Brand-Paletten, da fehlen mir auch wirklich die Worte. Da weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie großartig ich die finde und wie sehr ich mich darüber freue, wenn ich sie in den Händen halte und mich dann auch damit schminke. Man muss ein bisschen immer aufpassen und dann auch für sich immer schauen. Ich gebe mir immer irgendwie ein Glitterglue oder sowas drunter, weil ansonsten im Laufe des Tages, ich habe viel Bewegung im Gesicht, dann rieselt das halt irgendwann, ne? Aber ich habe da meine Freude mit. Und weil ich mit sowas echt enorm meine Freude habe, habe ich auch bei Lithe bestellt. Ich kenne diesen Film oder diese Serie nicht. Avatar The Last Airbender. Kennt ihr das? Schreibt das gerne in die Kommentare. Da gab es jetzt einen Launch und da wurden vier Paletten gelauncht. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen. Ich bin gespannt, für welche Palette du dich entschieden hast. Alle. Und dazu habe ich euch auch schon bei der einen oder anderen Looks mitgeschminkt. Ich muss jetzt mal gucken, bei welcher. Ich habe jetzt hier erstmal die ja, Water Palette, genau, da habe ich noch keinen Look mitgeschminkt. Eine wunderschöne blaue Palette. Und bei diesen hier hast du wirklich in der Mitte so einen Multichrome-Megaton. Also das, was ich halt bislang so ausgetestet habe. Ihr seht aber auch die Swatches zu. Eine Palette, zu der man greift, wenn man einen blauen Look schminken will, ganz offensichtlich. Sehr, sehr genial. Dann habe ich hier noch die Air-Palette, genau, das ist ja mein Element. Da habe ich letztens, ich meine, was mitgeschminkt, als ich, weiß ich gar nicht, habe ich so ein Style and Talk für die Kanalmitglieder gemacht, bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Kommt mir gerade, oder habe ich die, wollte ich die, weiß ich nicht. Aber auch das ist eine sehr schöne Palette, wobei ich persönlich mit dem Rot nicht ganz so warm werden werde, denke ich. Ich glaube, ne, Rot finde ich immer so schwierig in Lidschattenpaletten, auch wenn es schön aussieht. Mit der Earth-Palette habe ich aber letztens einen Look geschminkt. Den habt ihr auch schon in manchen Videos gesehen. Wunderschön, wenn man grün mag. Und dieser Kyoshi, genau in der Mitte, ist der Hammer. Das ist so ein Megaton. Das fängt die Kamera natürlich auch bei weitem nicht so ein, wie sie, wie die Realität es macht. Der ist so schön. So, so schön. Er hat auch eine ganz besondere Textur und der hat richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mich auch getraut und habe mir die Fire-Palette geholt. Das ist natürlich so vollkommen außerhalb meiner Komfortzone, weil es ist halt so eine richtige, wobei das ist eine Schwarz-Rot-Gold-Palette, ne? Die kannst du jetzt auch zu EM wahrscheinlich ganz gut tragen. Vielleicht mache ich damit einen EM-Look. Könnte passieren tatsächlich. Ja,
Finde ich aber auch einfach schön und es passt einfach, dass ich die komplette Sammlung mir geholt habe. Ne? Das sind einfach die Elemente und das passt irgendwie und mein Monk möchte, dass sie zusammenbleiben. Dann habe ich mir noch auch aus dieser Kollektion Liner geholt und Leute, sind die Liner gut. Oh je, Mimi. Das hier ist einmal diese R-Geschichte, Ank. Glaube ich jedenfalls, dass es die R-Geschichte ist. Du hast immer einen matten Liner und einen schimmernden Liner hier drin. Und Alto Belly, also die Matten, diese hier, die gehen ab wie ein Zäpfchen. Und diese Schimmerliner, die sind auch sehr, sehr besonders. Ich hatte die blöderweise immer in Looks integriert, wo ich auf dem Lid sehr ähnliche Töne zu denen halt immer drauf hatte. Das war ein bisschen ärgerlich. Das heißt, die konnte man so nicht sehen. Aber den kann man sich halt richtig schön hier so ab Innenwinkel, ne, an der Lidfalte entlang so auftragen. Richtig cool. Oder du verlängerst damit nochmal so ein bisschen hier irgendwie dein Eyeliner-Wing oder sonst irgendwas. Und die halten so gut. Das habe ich einfach auch gemerkt, als ich die verwendet habe. Das ist schon, das macht Spaß. Das macht Spaß, wirklich, ne? Richtig geil. Dann habe ich mir auch noch diesen hier geholt. Das Toff dürfte dann zu Earth der passende sein. Und da habe ich halt auch echt, also ich glaube, ich hatte so einen Denisa Myricks Multichrome irgendwie, der genau dem entsprach, ne? Richtig krass. Und halt so einen richtig dunkelgrünen Liner, den kannst du dir auch wirklich super toll als Eyeliner auftragen. So schön. So schön, so besonders. Das sind Dip-Eyeliner. Ich hasse Dip-Eyeliner. Die sind großartig. Ne? Das sagt schon mal einiges, würde ich sagen. Ja, dann hatte ich mir letztens ja auch von Lethal... Nee, Quatsch. Erst machen wir das hier. Habe ich mir nämlich auch noch die Mascara bestellt. Da war ich nämlich so ein bisschen neugierig, ob Lethal Mascara kann. Denn das habe ich noch nie von denen ausprobiert. Habe ich auch noch nie bei Purish oder so gesehen. Die haben auch nicht alles von denen. Ne? Und wow, die fühlt sich richtig schwer an. Die möchte auf jeden Fall auf den Wimpern mal ausprobiert werden. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir Circuit bestellt, also quasi schwarz. Ne? Sehr schwere, abgefahrene Mascara. Bin ich gespannt drauf. Ich glaube, das ist aber auch so eine Tubing-Mascara. So, und dann zu guter Letzt hatte ich ja bei Lethal Cosmetics mir die hier Mystery Bag bestellt, Mystery Box, und hatte da eine leere Palette drin und habe mir dann ein bisschen Nachschub, Puch, noch geholt dazu. Zuallererst habe ich mir so einen matten Ton geholt, wo ich mir gedacht habe, der könnte ganz gut zu dem Ganzen passen. Void scheint da die Farbbezeichnung zu sein. Das ist halt einfach so ein Mintgrün. Passt einfach für mich immer ganz gut. Dann habe ich hier noch Great Barrier. Das ist, ja, hatte ich auch so einen Ton ja mit drin, ne? So ein marmorierter Ton. Da bin ich einfach gespannt, wie der dann auch auf dem Auge wirken wird. Black Forest, der ist dann etwas dunkler, ein schönes Dunkelgrün, auch so marmoriert, sehr, sehr abgefahren, sehr cool. Noch zwei weitere marmorierte habe ich mir geholt, natürlich habe ich mir alle geholt, die es da gab. Plit Weiß nennt der sich, ich glaube, das wird mein Favorit werden, der schreit halt einfach meinen Namen, kann man nicht anders sagen. Und dann natürlich noch Firefly, und ich denke, dass jeder auch ein ganz kleines bisschen minimal unterschiedlich die Töne haben wird, wenn man sich die so bestellt, weil die ja so marmoriert sind. Ne? Das ist auch immer sehr besonders. Und das fand ich auch ganz interessant, den habe ich mir auch mit bestellt. Das ist einfach ein Waterliner. Einfach ein schwarzer Eyeliner, gibt es ja in unterschiedlichen Farben. Ich habe ihn mir einfach in schwarz geholt, weil ich mir gedacht habe, schwarz trage ich tatsächlich am meisten als Eyeliner. Dementsprechend macht es Sinn, den so in die Palette mit reinzupacken. Und das ist auch ein Eyeliner, der dir halt niemals eintrocknen wird, weil der ist halt wie diese Suva-Liner, die aktivierst du einfach mit Wasser. Wow, Leute. Das war ein mega heftig langer Haul. Aber hier hat sich ein bisschen was angesammelt, was ich euch gerne zeigen wollte. Und ich glaube, der letzte Haul, den ich, oder dass ich das letzte Mal einen Haul gedreht habe, ist auch schon eine Weile her. Und wie gesagt, es wird sehr viel getestet, ihr werdet alles auch irgendwie in Einsatz sehen. Abonniert dafür einfach gerne den Kanal, was ihr wahrscheinlich schon getan habt, wenn ihr so lange schon dran seid. Ja, eure Verlosungstasche ist pickpack voll. Ich habe keine Ahnung, ob ich die zubekomme, aber ich glaube, damit habe ich auf jeden Fall etwas für jemanden konzipiert, der sich da sehr drüber freuen wird, oder? Alle Teilnahmebedingungen stehen wie immer in der Infobox und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!